Herzlich willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Ja, mitkommt. Ja. Das erste Markante, was bei Metrocado etwas anders gelöst ist, wir haben ja für die Kommunikation mit dem Rechner die Firewire Returns. Okay. Normalerweise hat man beim Interface. Was ist das denn? Firewire Returns. Das sind Wege in den Rechner. Okay. Und normalerweise hast du deine, sagen wir mal, 8 Kanäle und die sagen Nummer 1 bis 8 geht auch als Nummer 1 bis 8 in deine Host-Applikation. Mhm. Hier ist diese feste Verbindung etwas aufgelöst. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal hier den Analog 1 und dann sehe ich hier meinen ersten Direct Out. Mhm. Wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich einfach mal beigehen. Wir haben jetzt schon mal Firewire Return 1.2 für unsere Aufnahme hier intern ausgewählt. Also, alles klar. Kann ich jetzt einfach mal den Firewire Return. Aber was habe ich denn da für einen Vorteil? Will ich dann wieder raus und wieder rein? Kommt gleich. Okay. Ruhig, Brauner. Jetzt kann ich also hier einfach meinen Direct Out, also Mikrofonausgang, direkt hier einfach auf den Firewire Return legen und bin im Eingang Nummer 3 drin. So, jetzt gehe ich hier rein. Dann habe ich ja hier noch so ein paar Plugins zur Auswahl. Nehmen wir mal den bekanntesten Vertreter. Ich nehme hier aber einfach mal. Das sind jetzt keine VST-Plugins, sondern nein, das sind die Carlo. Das sind die DSPs. Die DSP-Plugins. Da sehen wir also hier den Channel Strip. So, und jetzt gehe ich also rein. Der ist ja bekannt und berühmt. Pro Tools, eine der ersten Kanalzüge auf Pro Tools. Ich nehme hier nochmal so eine typische Anwendung, den Mio Limiter nochmal dahinter. Mhm. Und dann gehe ich bei und sage hier Direct Out Nummer 4. Und jetzt nehme ich einfach dasselbe Signal einmal trocken auf und einmal hinter dem Kompressor, Limiter, EQ an Effekten, was ich habe. Gleichzeitig kann ich jetzt aber auch beigehen und mache hier aus diesen Signalen, was ich jetzt hier habe, einen kleinen Submix und nehme diesen Submix nochmal getrennt auf einem anderen Firewire-Kanal auf. Und schicke diese Geschichte in die Host. So, was jetzt auf der anderen Seite dort am Core-Audio angeschlossen ist, ist völlig egal. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel aus Logic rausgehen, gehe in die Mio-Konsole, mache dort einen Submix und nehme den Peak auf. Während ich ihn gleichzeitig zum Beispiel in Spectra Full analysiere. So, jetzt wo wir hier schon. Und jetzt nochmal zur Klärung für die Zuschauer. DSPs hast du gesagt. Mhm. Das kann ich mir da so vorstellen, das ist eben nicht nur ein Audio-Interface, sondern ist ein Audio-Interface plus sowas wie eine UAD-Karte oder wie eine Pro Tools-Karte oder wie eine, wie heißen sie? PowerCore. Ja. Genau. Richtig, ja. Es ist aber so, dass wir hier die ganzen Plugins auf der Mix-Ebene der Mio-Konsole haben. Das hat aber auch einen ganz großen Vorteil, weil dieses ganze System dort der Mio-Konsole ist komplett latenzkompensiert. Das heißt, die Zeiteinheit von hier zum Master-Ausgang, als vom DAW zum Ausgang oder von einem Submix oder einem Send-Return-Link ist phasenstarr und stabil. Da ändert sich nichts. Es ändert sich auch nicht, ob ich da ein Plugin insertiere oder dergleichen. Und das hört sich jetzt erstmal für mich schon mal sehr interessant an, weil ich immer so ein bisschen Probleme habe mit diesen Laufzeiten im Rechner. Richtig, ich habe auch immer das Gefühl, es kommt alles so ein bisschen durcheinander. Also ich mache dann, wird zwar alles angeblich kompensiert, aber es ist ja auch oft so, dass das nicht ganz richtig gemeldet wird von den Plugins und dann. Zum Beispiel. Und das ist hier, weil es ein eigenes System ist, alles kein Problem, weil. Ihr wisst ja, was berechnet werden muss und wie hoch ist denn die Latenz, bis es dann hinten wieder rauskommt? Die muss ja fest sein, muss ja immer gleich sein. Innerhalb der 2D-Ebene des DSP-Mixers 2 Samples. Okay. Der braucht ein Sample, um die Daten zu übernehmen und ein Sample, um sie auszugeben. Oh, okay. Mehr nicht. Der Rest wird on the fly berechnet. Und wir haben Roundtrip-Latencies von 0,76 Millisekunden. So, jetzt erklärst du den Zuschauern nochmal, was ein Roundtrip-Latency ist. Roundtrip-Latency bedeutet die Latenz vom Eingang über die Host-Software durch eventuelle DSP-Effekte wieder zum Ausgang. Und deswegen ist das auch immer mehr, als was man beim Audiotreiber einstellt. Ne? Wenn man zum Beispiel sagen, einstellt 256 Samples, rechnet man aus mit dem Taschenrechner so und so viele Millisekunden, hat aber irgendwie das Gefühl, das ist ja doch mehr. Weil wenn man mit seiner Gitarre reingeht, wandelt man erstmal, der Wandler wandelt, braucht Zeit, dann braucht man Zeit, um reinzugehen und wieder rauszugehen. Genau. Und das ist Roundtrip, einmal rumgefahren. Genau, einmal durch die ganze Möhre durch. Und die war wie hoch? 0,76. Wir kommen so teilweise unter 0,7 Sekunden, wenn man noch höhere Sample-Raten benutzt, dann ist das ganze System noch schneller. Aber ich muss trotzdem immer mit der Host-Applikationslatenz trotzdem kämpfen. Also das wird mir ja nicht abgenommen. Da kommst du nicht drum herum. Wir haben aber bei 96 Kilohertz so 16 Kanäle mit 32 Samples Latenz gemacht. Tatsächlich? Und was für einen Rechner brauche ich da? Oh, schon einen soliden Mac Pro.
Wieder das Thema Mac, PC, das ist für euch kein Thema, nein, ne? Ist kein Thema. Nein. Hat aber auch technische Gründe, ne? Ja, also das, was wir hier auf der Mio-Konsole, auf dem Apple so haben, das lässt sich in der Performance auf Windows nicht so ohne weiteres realisieren. Mhm. Ist aber auch ein Qualitätsaspekt, weil wir haben, da kann man einfach sagen, wir sind hier auf Apple und das ist rock solid. Okay. Also wir haben das heißt auch also einfach, weil es nicht so viele verschiedene Modelle gibt, kann man sich da ein bisschen besser orientieren. Okay, ja. Also ich meine, es ist ja auch preislich ein High-End-System. Genau. Mhm. Okay. Ja. Was wir hier noch in der 2D, in dem 2D-System mit integriert haben, das sehen wir hier vorne, das ist der Monitor-Controller. Mhm. Und hier habe ich also einen frei konfigurierbaren Monitor-Controller, den ich natürlich dann auch hier zum Beispiel über den Knopf steuern kann. Mhm. Aber ich kann mir mal ganz kurz veranschaulichen, wie dieses Grundkonzept ist. Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Konfigurieren. Hier haben wir schon mal den Master ausgewählt. Mhm. Ich will jetzt zum Beispiel noch, ich habe hier meine Main-Monitore, jetzt wähle ich noch ein schönes Nahfeldsystem aus und lege das Nahfeldsystem auf einen weiteren physikalischen Ausgang, hier analog 3.4. Und da müssen wir den ein bisschen rüberschieben. Mhm. So, drücken auf OK. Und dann sehen wir, dass hier ein zweiter Ausgang auftaucht. Ah, alles den klar. Ich hier natürlich dann entsprechend frei wählen kann. Mhm. So, jetzt zeige ich mal einen ganz, ganz schönen Trick, was man mit der Mio-Konsole in Verbindung mit 2D dann sehr schön machen kann. Also eine typische Situation, die wir haben, ist, wir haben zum Beispiel drüben im Aufnahmeraum unseren Künstler stehen und der bekommt seinen eigenen Monitor-Mix. Mhm. Und den arrangieren wir mal kurz in der Mio-Konsole. Okay. Gehen wir auf Mixer konfigurieren. Mhm. Und dann gehe ich rein und sage einfach mal Monitor 1. So. Und ich wähle halt für den Monitorweg ein paar Mikrofone aus und ein paar DAW-Wege. Okay, ja. Und der ist als Masterbus design. Nebenbei, man kann also auch mehr Kanal hier verwalten. Mhm. Gehe auf Konfigurieren und dann sehen wir, wie hier die Kanäle auftauchen, damit wir das jetzt ein bisschen besser sehen können. Gibt es dem Ganzen noch eine Farbe? Ein schönes Rot. So, dann sehen wir das ein bisschen alles besser. Klar. Gut, so, und gut, sagt jetzt einfach dem Monitorkanal, der kriegt jetzt einen analogen Ausgang. Ich nehme jetzt einfach mal 5.6 dafür. Mhm. Das ist ein Kopfhörer drüben an. So, und jetzt kann ich mir im Prinzip hier einen Monitormix einstellen. So, damit ich aber weiß, was ich den Menschen da drüben einstelle. Das ist ja dieser typische Dialog. Ja, mach mal die Bassdrum lauter. Ja, ist ja, so gut oder so gut. Und jetzt die Gitarre leiser oder was auch immer. Der Gesang soll immer lauter. Damit ich weiß, was ich den Menschen da drüben einstelle, gehe ich einfach bei, sag Add to Monitor Controller und kann jetzt hier auf meiner Regie abhören, was ich dem da drüben einstelle. Das habe ich aber so noch nirgendwo anders gesehen. Kann das sein? Mhm. Das ist, Mensch, Stefan, ich muss sagen, wirklich tolles System ist vielleicht nicht nur was für den absoluten Profi, sondern vielleicht auch jemand, der wirklich ambitioniert hochqualitative akustische Aufnahmen machen will, eine Band aufnehmen will, ein Studio hat. Und du hast auch gesagt, man kann das auch kaskadieren. Also ich kann also bis wie viele Kanäle kann man das machen? Bis zu 9 Geräte lassen sich kaskadieren. Also bis 9 Geräte haben wir das getestet. Alles klar. Und wann wird das Gerät in Deutschland erhältlich sein oder ist es schon erhältlich? Ist jetzt erhältlich. Super. Dann hoffe ich, dass ich mal bald auch mein Gerät bekomme, um es auch mal selber hier ein bisschen Probe fahren zu dürfen. Oh ja, gerne. Ja, vielen Dank, Stefan, dass du hier warst und uns das Metric Halo ULN8 vorgestellt hast. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. So, jetzt müssen wir erstmal...